Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Quang Destiny und ich habe ja vor ein paar Tagen ein Video hochgeladen, ob ich mir einen Teamspeak-Server holen soll und wer alles draufkommen möchte etc. Das haben viele geliked, viele gesehen, viele kommentiert, bin ich auch ziemlich froh darüber, weil ich habe extra gesagt, ihr sollt kommentieren, hat auch gut funktioniert. Da erstmal ein Lob an euch. Und ja, ich habe jetzt auf jeden Fall einen Server bestellt. Bei Nitrado hatte ich ja auch schon angekündigt, dass ich da machen werde. Und ich habe jetzt erstmal 20 Slots geholt für einen Monat. Das waren dann 6 Euro, also nicht so übertrieben teuer. Und dann gucke ich erstmal, wie sich das verhält, ob ich mehr Slots brauche oder ob ich vielleicht sogar noch ein paar weniger machen kann. Und ja, ich wollte in diesem Video euch einmal erstens die IP zeigen. Die wird dann auch zukünftig in der Infobox, also in der Beschreibung unten stehen. Und euch einmal ein bisschen zeigen, wie das Ganze da aussieht, wo ihr reinkommt, in welche Räume und alles. Und dafür würde ich sagen, switchen wir jetzt einmal schnell auf den PC um. Und wir sind jetzt hier im Teamspeak. Für die Leute, die sich hier noch nicht so auskennen, zeige ich das auch mal ein bisschen. Also ihr habt euch das Programm runtergeladen, das kriegt, glaube ich, noch jeder hin. Und dann haben wir hier oben Verbindung, ganz oben links in der Ecke. Da drücken wir einmal drauf, dann auf Verbinden. Und dann habt ihr hier die Serveradresse. Und das ist nämlich meine IP vom Teamspeak-Server. CryingDestiny.nitrado.net, eigentlich ziemlich einfach. Und dann könnt ihr hier noch euren Nicknamen auswählen, wenn ihr gerade neu seid auf Teamspeak. Und dann, ja, den Rest könnt ihr einfach so lassen und drückt einfach auf Verbinden. Und dann verbindet ihr euch mit dem Teamspeak-Server. Wir sind jetzt hier nämlich bei meinem Teamspeak-Server schon drauf. Und ihr kommt dann hier in diese Eingangshalle. Steht hier auch, willkommen in der Eingangshalle. Und dann gibt es einmal hier normale User-Räume. Da kommt jeder rein. Das sind dann hier so Talkrooms, da könnt ihr mit ein paar Leuten reden. Man sieht das hier auch, wenn das so blau ausgehöhlt ist, quasi der Kreis, dann sendet das Mikrofon gerade ein Signal, wenn ich jetzt aufhöre zu reden. Zack, es ist dunkelblau gewesen. Ja, hier unten kommt auf jeden Fall jeder rein in die Talkrooms, Game Rooms, da könnt ihr rein mit Freunden, wenn ihr am Zocken seid oder so. Und dann gibt es noch kurze AFK und lange AFK. Ich habe ja schon gesagt, wer lange AFK ist und wenn wirklich keine Plätze da sind auf dem Teamspeak, dann kicke ich auch Leute aus lange AFK, wenn ich sehe, dass die schon da schon länger drin sind. Und hier kommt halt jeder rein, also User und normal, aber auch Moderatoren und alles. Ich zeige euch gleich auch ein bisschen die Gruppen, die es hier gibt. Und dann gibt es Räume, da kommt halt nicht jeder rein. Das sieht man jetzt hier oben, das sind die Räume über der Willkommenshalle oder Eingangshalle. Hier seht ihr auch schon Mods und Freunde. Hier in die Modräume kommen nämlich nur die Leute rein, die bei mir im Livestream Moderator sind. Damit die einfach ein bisschen so eigene Räume haben, wo sie ein bisschen chillen können. Genauso wie die Freunde, die haben auch einen eigenen Raum und die haben auch einen eigenen AFK-Raum. Müssen sie nicht benutzen, können sie. Und dann haben wir die wichtigen Räume, das sind Aufnahme und Livestream. In die Aufnahmeräume kommen nämlich nur ich rein und die Gruppe YouTuber. Und die anderen Gruppen kommen da nicht rein. Also ich zeige euch gleich, wie gesagt, einmal die Gruppen. Alle anderen kommen hier nicht rein, obwohl ich glaube, die Moderatoren kommen hier auch noch mit rein. Ja, ich glaube, die kamen auch noch mit rein. Und dann haben wir hier die Livestream-Räume, Livestream 1 und 2. Da kommen nur ich und Moderatoren rein. Alle anderen können da nicht rein. Und in Join Erlaubt gibt es noch die Gruppe Streamer, die da auch rein dürfen. Für Leute, die vielleicht mal streamen wollen und hier auf dem Teamspeak sind. Aber wie gesagt, da können auch andere Streamer reinkommen. Deswegen müsst ihr da mal gucken, wie ihr das macht. So. Und zwar gibt es hier Servergruppen. Einmal Server Admin. Das habe logischerweise ich, weil ich der Server Admin bin. Dann gibt es Gast. Das habt ihr von Anfang an, wenn ihr hier raufkommt. Ja, Freunde. Halt für wirklich Freunde von mir, die ich schon länger kenne und so, das kriegt wirklich nicht jeder. Streamer, habe ich gerade schon erklärt, ist für Livestream-Join erlaubt. YouTuber, die kommen in die Aufnahmeräume und können dann halt auch aufnehmen und alles. Normale sind eigentlich genauso, sind ein bisschen höher als User, aber können nicht in die Räume da oben rein. Dann haben wir Moderator, halt für meine Twitch-Chat-Moderatoren habe ich auch erklärt, wo die rein können. Huch. Und ja, Techniker, das ist der Ricardo, der hat nämlich, also der Faster for You, kennen vielleicht alle, oder nicht alle, aber einige aus dem Stream. Der hat mir nämlich gestern Abend, also der hat eigentlich alles selber gemacht hier mit den Rechten, weil ich mich damit nicht so ganz so gut ausgekannt habe oder immer noch nicht auskenne. Der hat mir da geholfen beim Einstellen. Da erstmal nochmal Grüße an Ricardo und ein dickes Dankeschön. Und ja, so sieht der Teamspeak aus. Ihr könnt jetzt halt hier rauf joinen. Ich gucke mir das dann mal an, wie das läuft, wie viele hier so tagtäglich drauf sind, ob ich dann ein paar Slots runternehmen kann oder ob ich noch ein paar dazu holen muss. Und ja, wie gesagt, der Link ist auch nochmal unten in der Beschreibung zu dem Teamspeak hier. Da könnt ihr euch das einfach kopieren und dann hier raufkommen. Ich komme auch ab und zu auch runter in die Talkrooms und rede mal ein bisschen mit euch und so. Oder falls ihr mir irgendwie was dringend zu sagen habt, dann könnt ihr mir auch, glaube ich, eine Nachricht schreiben. Müsste, glaube ich, funktionieren, wenn Ricardo das nicht ausgestellt hat. Und ja, das war es eigentlich schon hier zu dem Teamspeak.
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einfach wieder mal ein Like da und einen Kommentar. Habt ihr ja beim letzten Mal beim Teamspeak-Video auch gut funktioniert. Ich hoffe, ihr kriegt das hier auch hin. Und wenn ihr noch kein Abonnent seid von meinem Kanal, dann könnt ihr nochmal unten auf Abonnieren drücken, um nichts mehr zu verpassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut da rein und ciao.